Hallihallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge vom Building Battle zwischen Mr. Rollout und Puncher LP oder wie war das Daniel jetzt? Daniel P. Kanal. Genau. Die beiden spielen gerade Sheng Shang Chong um diese Fläche hier, weil beide hier bauen wollen, unbedingt. Ja. Okay, Robin. Dann fangt an. So, was soll ich sagen? Sheng Shang Chong. Hey, warum hast du Sand reingemacht? Bist du blöd? Okay, professionell. Ich hatte gerade Sand in der Hand und da habe ich irgendwie gedacht, weißt du, scheiß drauf. Okay, komm. Okay, jetzt aber richtig. Xing, Shang, Shang. Nein! Oh, nächste Runde. Okay. Xing, Shang, Shang. Ja! Das heißt, der Daniel Peke bekommt diese Fläche. Tut mir leid, Robin, du musst dich leider woanders hin verziehen. Ja, ich suche ja schon. So, für meine Zuschauer, das ist ja die erste Folge auf meinem Kanal. Warum ich sage dritte Folge? Ganz einfach, die erste Folge ist bei dem Robin auf dem Kanal gewesen und die andere beim Dani. Mr. Rollout, genau. Ist auch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar wird das so ablaufen, die beiden bekommen jetzt ein Thema von mir, was sie dann bauen sollen. Die haben insgesamt 10 Minuten dafür Zeit. Und ihr entscheidet in den Kommentaren, wer gewonnen hat. Anhand eines Daumen nach oben auf dem Namen, den ich dann da in die Kommentare schreibe. Dasselbe könnt ihr auch noch bei den anderen Videos machen, von den beiden. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und ich würde sagen, ihr seid beide bereit? Ja, dann sag mal unser Thema. Ich habe auch die Stoppschuhe schon bereit. Okay, euer Thema wird sein... Scheiße. Baut mir einen Hund. Ein Hund? Ein Hund. Oh. Oh. Interessant. Dann habe ich... Jetzt bin ich gespannt. Ich habe, glaube ich, sogar schon eine Idee. Also, wir fangen damit an. Wie wär's, wenn wir das so machen? So, in der Zeit, wo die dann schon mal anfangen hier zu bauen, kann ich ja schon mal die ersten Konstrukte zeigen aus den ersten beiden Folgen. Das war ein Möchtegern-Gamer-Zimmer vom Dani. Was für Möchtegern? Hallo, das ist doch voll schön. Da hat er gegen mich gespielt, das war dann hier hinten mein kleines Gamer-Zimmer. Und in der zweiten Folge musste ich gegen Rollout, gegen Robin, einen Kaktus bauen. Sehr kreativ von mir. Oh Mann, Kaktus. Das war sein Kaktus. Und das ist mein Kaktus. Warum sagst du Kaktus? Weil Kaktisch cool ist. Kaktisch? Kaktisch? Er erfindet neue Worte. Weißt du, und dann müssen wir das nächste Mal bei ihm einen Kaktisch bauen, ne? Ein Kaktisch, okay. Ja. Scheiße, ich glaube, der Hund wird viel zu groß, den werde ich gar nicht schaffen. Denk dran, du hast nur 10 Minuten, ne? Ich weiß, ich muss schon... Dieser blöde Schatten, ne? Macht mal wieder Timeset Day, bitte. Okay. Wenn's geht. Dankeschön. Bitteschön. Ich glaube, ich mach dann... Oh, der Dani hat wieder alles weggerissen. Das heißt, Robin hat wieder die komplette Chance. Hatte ich die nicht eh schon. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist auch derjenige, der mein Intro vorne dran gemacht hat. Jetzt hört ihr ihn auch mal persönlich. Ich bin ja eigentlich nicht so der Let's Player, ne? Nee, eigentlich nicht. Aber er kam irgendwie auf die Idee, dieses Projekt hier zu machen. Ja, der mag halt in Minecraft bauen. Ja, das hat, weißt du, das war halt interessant. Hat mich letztens jemand angeschrieben. Ja, willst du bei einem Projekt mitmachen? Ja, was denn? Das wird ein Minecraft-Roleplay mit keine Ahnung was. Und ich habe so gesagt, was? Schon wieder? Das ist doch eigentlich. Ich meine, das ist ja mittlerweile irgendwie so, alle machen das, ja? Nur weil Ungespielt, Simple und Code das Ganze auch machen, ja? Also Alter, meins sieht aus wie so ein Biber. Meins wird so ein Röhrenhund. Alter, also ich werde aber auch ganz oft in irgendwelchen Roleplays eingeladen. Also so vor allem das Witzige dann mit 4 Mann nur oder weiß ich nicht. Das bringt ja dann vor allem auch gar nichts. Ja. Wobei ich selber auch mal übertrieben Bock auf sowas Großes hätte, wie zum Beispiel Varo. Also es muss nicht unbedingt Varo heißen oder es kann aber dasselbe Spielprinzip sein. Mit vielen Leuten dann aber auch. Ja, Varo ist schon besser, aber weißt du dann, wenn ich dann höre, ja, wir haben da Städte und ihr könnt euch gegenseitig bekriegen. Ja, genau. Dann kriege ich irgendwie mittlerweile schon echt das Kotzen, weil es ist
immer dasselbe. Ja, dann lieber so eine riesengroße Hunger Games Runde, was Varo eigentlich auch nur war. Ja, eben. Aber weißt du, das Geile ist dann halt auch, oder daran, weil das hat das andere Zeug eben nicht, es hat ein Ende. Eben. Gott, das verdammt, so ein, ja, du kannst bauen, du hast Städte, du kannst alles machen. Ja. Also wie ein Singleplayer-Minecraft-Let's Play. Ja, eben. Oder Multiplayer, meinetwegen eher, auch. Aber. Eher Multiplayer, aber es ist, es hat kein Ende und ich meine, das verläuft sich dann irgendwann, das wird langweilig. Ja. Ich bin gerade so konzentriert am Bauen. Und du willst Let's Player sein. Und weißt du, das ist halt das Interessante, dass hier können halt die Leute entscheiden, was sie gemocht haben oder was sie mögen. Eben. Und weißt du, das ist interessant, Leute mögen Informationen. Die mögen verdammt nochmal Informationen. Komischerweise schon, ja. Also das merke ich auch bei meinen Videos. Komischerweise haben meine Infovideos die meisten Aufrufe im Vergleich zu meinen Let's Play-Videos, wo ich aber auch Themen anspreche teilweise. Aber da braucht nur im Titel vorne drin stehen Let's Info und flupp hat das die meisten Klicks mit. Jetzt machst du nur noch Infovideos, ne? Ja, ab sofort nur noch Infovideos bei mir auf dem Kanal. Das wird mein letztes Let's Play-Video jetzt hier sein. Ich hoffe mal nicht. Nein. Nicht mehr, ich wurde gerade bei Facebook angeschrieben. Alter. Das war gerade voll der Sprachaussetzer. Weißt du, ich mag euch für eure Wahl der Lage. Ich brauche einfach nur oben irgendwo rumfliegen und kann mich zurücklegen und alles beobachten. Ja, wie gesagt, meins wird ein Röhrenhund. Ja. Aber es ist schon beeindruckend, wie unterschiedlich ihr seid. Dein sieht fast aus wie so ein kleiner Pitbull hier. Meiner? Oder Robins? Ne, Robins. So von, ach so, den, ja. von den Füßen her auf jeden Fall. Soll ich meine, das ist ja jetzt zum Beispiel sowas Interessantes, ich meine sowas Ähnliches wie zum Beispiel dieses Let's Draw, guckt das jemand von euch? Gelegentlich, ja. Was, Let's Draw? Let's Draw von Ape. Ja, ich hab's gerade noch nicht verstanden. Das hat auch immer so wahnsinnig viele Aufrufe. Es ist aber auch mega witzig, wie sie es darstellen. Eben. Das ist echt mal eine entspannte Aufnahme für mich. Einfach alles laufen lassen. Ja. Ah, so könnte jede Folge sein. Ich hoffe, die Facecam ist jetzt auch nicht zu langweilig. Ich sehe mich schon so da unten in der Ecke. Er kriegt langsam ein Gesicht. Dann gehen wir doch mal rüber zum Dani. Mal gucken, wie es bei ihm mittlerweile aussieht. Der Server ruckelt. Wenn ich aufnehme, ruckelt er. Ja, bei mir nicht. Bei der Aufnahme schon. Was ist das denn für eine Nase, Alter? Okay, ich lache nicht, aber... Was ist das? Alter. Hä? Was sind das eigentlich für Ohren? Was mache ich denn hier? Obwohl, warte, ich hab noch eine kurz... Okay. Vielleicht Oh Gott, nein. Okay. Ich hatte ein Schild in der Hand gehabt. Ich habe mein Inventar ausgeblendet. Ups. Was zum... Ich kann keine Ohren, ich lass die Ohren weg. Ey, wieso komme ich hier nicht weiter? So. Ich werde mich mal woanders hin verziehen. So, dass ich von da aus dann beides sehen kann. So, dann seht ihr auch schon die anderen Gebilde im Hintergrund. Ja, Leute, das. Du ja? 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 Das, mein Tier hat voll die fette Zunge, Alter. So, zum Zwischenstand jetzt mal. Wir haben noch 3 Minuten. Genau. Oh, krass. Das ist auch immer so krass. Weißt du, du denkst, du hast alle Zeit der Welt. 10 Minuten. Ach, das geht ja so klar. Und dann. Ja, es sind nur noch 1 Minute, danke. Ja. Jetzt einmal so zum Grundprojekt, Robin. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Also wie oft soll das Projekt kommen? Also, es wird ja nicht immer mit dieser Dreierkonstellation hier sein. Ja, das wird jetzt erstmal... Also erstmal werde ich vielleicht, oder kannst du, wenn du willst, das Projekt mal auf deinem Kanal weiterführen, weil ich bin ja im Urlaub oder so. Ja. Ja, das kenne ich. Das heißt, ihr könnt mich dann austauschen. Okay. Und ja, also ich würde halt sagen, das kommt halt täglich, nur eben auf einem anderen Kanal.
Und dann könnt ihr eben auch mal andere Leute hinzuziehen. So, dass es einen ständigen Wechsel hat und komplett durch ganz YouTube läuft. Ja, warum nicht, ja? Und dann irgendwann kommen die großen YouTuber. Ja, eben. Irgendwann ist dann... Nee, Gronkh wird garantiert nicht dabei sein. Nee. Weil ich finde irgendwie, Gronkh ist so, was so Community angeht, irgendwie so krass daneben. Ja, was aber sind jetzt, das für Ohren? So an sich gesehen wäre es ja witzig, wenn wir immer andere Leute hier auf diese Welt holen und irgendwann mal dann, keine Ahnung, in 2-3 Monaten selber mal wieder hier raufgehen und gucken, was hier eigentlich für ein Müll gebaut wurde. Ja. Weißt du? Also das heißt, ja gut, der Server müsste dann halt durchgehend online sein. Das ist das... Ist das Problem, aber... Dafür gibt's ja auch sonst Nitrado, ne? Ja, wer weiß, vielleicht... Vielleicht kann man das ja irgendwann mal machen, sodass dann immer mehr... Auch, also, was weiß ich, nächste Woche oder nächste Folge tauschen wir Robin aus und... Ja, dann wird es ja auch auf seinem Kanal laufen und dann wird einer von uns beiden wieder ausgetauscht, bis keiner von uns drei mehr dabei ist. Ja. Und irgendwann mal kommt das dann auf uns zurück. Das wäre echt witzig. Was wird das für ein Hund? Welcher? Deiner oder seiner? Ja, seiner. Hallo, das ist ein Hund. Ihr habt noch 1,5 Minuten ungefähr. Ja. Die Beine. Nein. Ungefähr? 40 Minuten. Sekunden. 40 Sekunden? 40 Minuten. Okay. Also meine hat eindeutig gewonnen. Eindeutig. Scheiße, ich kann einfach nicht bauen, Alter. Ich bin viel zu blöd dafür. Okay, aber warte, das Wichtigste ist, der hat Nasenlöcher. Pam. Erstmal noch einen scheiß Block hier hinbauen. Ja, direkt neben dem Kaktus, das passt ja jetzt nicht so gut denn, ne? Der hat Stacheln im Arsch. Was? Dünger? Hallo? Der hat Dünger. Für die... Oh, und da ist es vorbei. Da ist es vorbei. Oh, schade, ja. So, dann gucken wir uns mal den von Mr. Rollert an. Das ist mein, okay. Erstmal. Also er ist ein bisschen fett geworden. Und ihm, was mir jetzt so auf den ersten Blick auffällt, ihm fehlen Ohren. Ich sag dazu nichts. Ich stehe mich jetzt hier in die Ecke und schäme mich. Aber im Großen und Ganzen sieht er schon nicht schlecht aus. Man erkennt, was es sein soll, auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal zu Dani rüber, der da immer noch am Bauen ist. Ja, ein schlapper Ohr. Jetzt hat er noch ein Ohr gebaut. Das ziehen wir dann mal ab in der Bewertung. Ich hab... Ja, warte, ich mach einfach. Irgendwie... So hättest du auch sein Auge verdeckt. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie sieht der Hund aus, als wäre er dumm. Ja. Und wenn du von der Seite guckst, sieht es aus, als ob er einen Irokesenschnitt hat. Hat er auch. Nein, eigentlich sieht das ja eher aus, als ob es kein Hund wäre. Das ist irgendwie so ein brauner Salamander oder so. Vor allem mit der Zunge. Das ist eine noch nicht entdeckte Art. Achso, eine genau. Noch nicht entdeckte Art der Dummhunde. Ja, das ist sehr kreativ, Robin. Das, also. Kreativ ist er, ja. Aber weißt du, ich meine, irgendwie die Nasen. Vorne sieht das aus wie so ein dummes Pferd oder so ein Hund oder so. Guck mal, du kannst die Nasen sogar drücken, ja. Das ist, du kannst den Finger reinstecken. So. Du weißt schon, dass Hunde eine Schnauze haben, die dann meistens... Schwarz ist. Ich weiß. Und das direkt auf dem Irokesen, weißt du? So, ihr beide habt jetzt die letzten Worte, warum sie unbedingt euer Hund wählen sollen. Ja, meiner hat es sogar fertig gebracht, einen Scheißhaufen zu produzieren. So, und deine Worte sind, Dani? Mein Hund ist so cool. Guck mal, wie dumm er ist. Er ist fast so dumm wie ihr. Oh. Naja, ich glaube, er ist so dumm wie du, oder? Zuschauer beleidigen, das könnte sogar einen Punkt abzugeben. Genau. Nee, also jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht, das ist mein Ziel gewesen. Ah, okay. Jetzt, also wenn ihr mich nicht liked, also wenn ihr das Kommentar mit meinem Namen nicht liked, dann, dann Dis-Abo-Bot. Genau. Das ist alle. Dann ist der Rest jetzt bei meinen Zuschauern oder auch beziehungsweise euren Zuschauern. Ich habe jetzt in den Kommentaren einmal die Namen von den beiden hier aufgeschrieben und ihr macht einen Daumen nach oben auf den Namen, für den ihr votet, wer am, ja, welchen Hund ihr besser findet. So, und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich dann auch erstmal für das Projekt, weil für mich geht's ab in den Urlaub. Ab in den Urlaub. Entschuldigung. Nach Frankreich. Und ich hoffe, ihr beiden schafft es schön zu etablieren. Das Projekt am Laufen zu halten. Ja. Mein Hund hat einen Bart. Und ich bin dann auch schon gespannt, wenn ich dann im vielleicht sogar im Urlaub, ich weiß ja nicht, ob ich da Internet habe, mal gucke,
bei euch oder bei Daniel. Vielleicht gibt's bis dahin dann auch einen Standserver, also. Wer weiß, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Wenn ja, schreiben wir es. Ich meine, zur Zeit ist ja der Daniel der Host. Genau. Von dem her, der ist ja noch da, von dem her. Also ich bin mal gespannt, wen ihr dann als nächstes dabei habt. Das bin ich auch. Und nicht vergessen, bewerten und schaut bei den anderen beiden Kanälen vorbei. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich sag dann bis zur nächsten Folge vom Let's Build Battle. Und ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.